Hallo und herzlich willkommen, liebe Weltbildkunden, liebe Marmeladenfans. Haben Sie Lust auf leckere, fruchtige Kirsch-Vanille-Marmelade mit einem Schuss Limette? Wir zeigen Ihnen, wie unkompliziert und einfach diese Marmelade herzustellen ist. Sie benötigen ca. 1 Kilo Kirschen, den Saft einer Limette, das Mark von 2 Vanilleschoten und ganz wichtig Gelierzucker. Zum Entsteinen eignet sich dieser praktische Kirschentsteiner. Wir haben jetzt genau 1 Kilogramm frisch entsteinte Kirschen. Die Kirschen nun in den Topf füllen. Ein Topf in dieser Größe ist ideal fürs Einmachen der Marmelade. Wir pressen eine ganze Limette aus. Das Mark der Vanilleschote habe ich schon vorbereitet, kommt ebenfalls mit in den Topf. Und zu guter Letzt der Gelierzucker. Übrigens, das Rezept können Sie natürlich auch bei Weltbild online herunterladen. Der Zucker sollte nun circa eine halbe Stunde in die Früchte einziehen. So, der Zucker ist eingezogen in die Kirschen und wir lassen das Ganze aufkochen. Und natürlich immer fleißig rühren, damit nichts spritzt. Wenn die Masse zu sprudeln beginnt, beginnt die eigentliche Kochzeit. Wir lassen es ungefähr 4 Minuten sprudeln kochen und dabei ständig umrühren, damit nichts anbrennt. Die Marmelade ist nun fertig und kann ins Glas abgefüllt werden. Hierfür habe ich die Gläser schon vorbereitet, das heißt mit heißem Wasser ausgespült, sowie auch die Deckel ausgekocht. Wichtig ist, dass man diese Arbeit macht, sonst kann es Ihnen passieren, dass Ihre Marmelade später zu schimmeln beginnt. Und das wäre ja schade drum. Um die Marmelade besser ins Glas abfüllen zu können, nehmen Sie einen Trichter und füllen das Glas randvoll mit der Marmelade auf. Es ist wichtig, die Marmelade randvoll einzufüllen, denn je weniger Sauerstoff sich im Glas befindet, umso kräftiger bleibt die Marmelade. Deckel drauf und für 5 Minuten das Glas auf den Kopf stellen. Das ist wichtig, hier bildet sich ein kleiner Luftraum zwischen Glasboden und Konfitüre. Das sterilisiert zugleich die Marmelade und macht sie länger haltbar. Die Marmelade ist nun fertig ausgekühlt und bereit zum Genießen oder auch zum Verschenken. Mit dem Etikettenset kann man dieses Glas wunderbar verzieren, geht schnell und einfach. Viel Spaß beim Nachkochen und Genießen. Diese und weitere Produkte rund ums Thema Einmachen und Einkochen finden Sie bei Weltbild. Weltbild.